Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Matthias Schmolz ist von Hause aus Volkswirt. Er war Verlagsleiter beim Spiegel, er war Geschäftsführer bei der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen und seit 2021 ist er Vorsitzender der Geschäftsleitung des Deutschen Stiftungszentrums. Das kennen wir alle, das sitzt in Essen, hat etwa 600 Stiftungen in der Verwaltung und verwaltet ein Vermögen von etwa 3 Milliarden Euro für diese Stiftungen. Und Tobias Caro, der hat im Vorfeld mit Matthias Schmolz gesprochen über eine zeitgemäße Struktur im Stiftungsvermögen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Film ab. Ja, lieber Herr Schmolz, dann lassen Sie uns darüber sprechen, über das, was Katrin Tönsow uns gerade angekündigt hat. Wir haben in diesem heutigen virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen schon viel gehört über Diversifikation, über das Diversifikationsgebot, über das Spekulationsverbot. Lassen Sie uns dort noch ein bisschen tiefer einsteigen. Was sollen denn Stiftungen im Stiftungsvermögen in Ihren Augen heute unbedingt vermeiden? Ich glaube, vermeiden muss man, hektisch zu werden. Sondern was man braucht, ist eine langfristig angelegte Strategie und der sollte man versuchen, treu zu bleiben. Natürlich immer die aktuellen Ereignisse mit beobachten und begleiten, im engen Austausch bleiben mit denen, bei denen man das Vermögen angelegt hat, aber grundsätzlich der langfristigen Strategie versuchen, treu zu bleiben. Also auch so dieses Thema, jetzt hektisch sich zu überlegen, vielleicht im Zuge der letzten, von mir aus 8 Wochen, irgendetwas schnell am Portfolio zu verändern. Diese Schnellschüsse, die sind es im Stiftungsvermögen ja gerade nicht, ne? Na, ich glaube, man braucht auf jeden Fall keine Fire Sales. Sowas muss man vermeiden. Wichtig ist natürlich irgendwie auch, sich angesichts der Krisen, vor denen wir ja nicht nur jetzt stehen, sondern die uns auch in der Vergangenheit erwischt haben, sich zu fragen, wie robust ist das Portfolio gegenüber Krisen, sind wir da richtig aufgestellt und wie ist es um die Fähigkeit bestellt, Krisen zu antizipieren. Und dafür braucht man nicht nur eine ökonomische Logik, sondern muss die politischen Rahmenbedingungen beobachten. Diese Krisen kommen nicht über Nacht. Sie haben sich angekündigt und sie sind an den Kapitalmärkten beträchtliche Zeit ignoriert worden. Und wir gehen fehl, wenn wir versuchen, nur ökonomischen Logiken zu folgen. Das heißt, das ist ein schöner Begriff, ein schönes Wort, dieses robust, ja, Robustheit im Stiftungsvermögen, das robuste Stiftungsvermögen. Wie mache ich denn ein Stiftungsvermögen robuster? Ich habe so Begriffe, uns haben wir im Vorabgespräch mal so hochgeworfen, Scheindiversifikation oder dieser Expertenbias. Das sind ja dann so Dinge, die machen mein Vermögen wahrscheinlich eher verletzlicher sogar, wenn ich mich auf solche Dinge verlasse, ne? Ich glaube, dass ich alte Regeln nach wie vor da gut bewähren. Und das heißt, breit aufgestellt zu sein, in einem Portfolio nicht auf eine Asset-Klasse zu setzen. Das ist wichtig. Und zweitens muss man sich überlegen, entweder man arbeitet mit Risikobudgets, mit Wertsicherungsstrategien, dann hat man nicht ganz das gleiche Potenzial in den guten Phasen häufig. Oder aber man verzichtet darauf, stellt sich chancenorientierter auf. Dann muss man nur sehen, dass man in der Ausschüttungspolitik vorsichtig bleibt, in den guten Phasen versucht, mit den ordentlichen Erträgen auszukommen und in den schlechten Phasen auf außerordentliche Erträge zur Stabilisierung der Ergebnisse zurückgreifen zu können. Und in einem breit aufgestellten Portfolio ist das grundsätzlich möglich. Es gibt Situationen, wie jetzt durch die Ukraine-Krise, wo es sehr schwer ist, sozusagen Ausgänge zu finden, weil in diesem Fall jedenfalls Renten und Aktien beide stark betroffen waren. Ich würde aber davon ausgehen, dass das nur temporäre Phänomene sind, auch wenn es sein mag, dass uns das noch bis weit in die zweite Jahreshälfte hinein begleitet. Wie finde ich denn für mich als Stiftung raus, weil Sie es gerade so in diesen beiden Ausprägungen genannt haben, ob ich ein Wertsicherungstyp bin, jetzt sage ich mal das so, oder ob ich ein Performance-Typ bin? Wie finde ich denn das raus? Ich glaube, ich muss ins Gespräch kommen mit Experten für Vermögensanlage und mir das erklären lassen, was das bedeutet und zu versuchen, das zu simulieren. Zum Beispiel über einen Zeitraum von 5 Jahren. Mir klar werden, wo sind da jetzt die Risiken in den einzelnen Jahren? Und bin ich durch meine Satzung zum Beispiel auf realen Kapitalerhalt oder nur nominalen verpflichtet? Wie wichtig sind die Erträge, die ich jährlich erziele? Was für ein Niveau ist da für mich auskömmlich? Solche Parameter, solche Rahmenbedingungen muss Ihr Berater kennen
Und dann gilt es, glaube ich, immer in Alternativen zu denken und Alternativen gegeneinander abzuwägen. Jetzt sind Sie natürlich beim Deutschen Stiftungszentrum in Essen Geschäftsführer. Sie sind eine große Kapitalsammelstelle von vielen Stiftungen. Was haben Sie in den letzten Monaten, Jahren angefangen, anders zu machen? Ich vermute mal, dass Sie das Vermögen heute für morgen auch anders verwalten als in den letzten 5 oder 10 Jahren, oder? Ja, klar. Es hat sich, glaube ich, für uns wie für alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, vor allen Dingen eine Sache verändert. Das, was über Jahrzehnte das Rückgrat der Kapitalanlage war, die Renten, Fixed Income, das kann heute nicht mehr in gleicher Weise das Rückgrat sein, weil die Erträge zu niedrig sind. Das hat etwas zu tun damit, dass insgesamt das Zinsniveau einfach niedriger ist, auch wenn wir jetzt wieder eine steigende Phase haben, dann immer noch auf ein vergleichsweise niedriges Zinsniveau. Das heißt, wir müssen insgesamt uns so aufstellen, dass die Renten nicht mehr ganz die gleiche Bedeutung haben wie früher, vielleicht eher in Richtung 50% gehen, als etwa bei 80% sind. Und wir müssen überlegen, wodurch wir das ergänzen können. Für die eher chancenorientierten Anleger ist sicher eine viel höhere Aktienquote, als man sie früher akzeptiert hätte, richtig. Wir haben solche Fonds aufgelegt, die dort chancenorientierter sind als ein zusätzliches Angebot. Wir arbeiten ja mit mehreren Mehranlegerfonds. Das Zweite ist, dass wir jetzt auflegen, was auch viele gemacht haben in den Stiftungen, alternative Investments. Das heißt also, bereit sind, einen bestimmten Teil des Anlegevermögens in illiquide Anlagen zu stecken. Dazu gehören Investitionen in Immobilien, was immer schon bei Stiftungen eine wichtige Rolle spielt, und Infrastruktur. Dazu gehören aber auch solche Kategorien wie Private Equity, Private Debt. Wir haben das gemacht, arbeiten dort mit zwei Anbietern zusammen und ergänzen die konventionelle Anlage zu Lasten des Rentenanteils, sodass wir also hier eine etwas chancenorientiertere, ertragreiche Anlageklasse mit beimischen. Das geht aber nur, wenn sich die Stifter auch langfristig committed fühlen, weil man da nicht kurzfristig rankommt, dadurch eben diese höhere Illiquiditätsprämie, die man da erwirtschaften kann. Und die Auswahl ist sehr wichtig und muss unbedingt sorgfältig getroffen werden. Und da braucht man, glaube ich, immer auch eine externe Due Diligence. Das heißt, da muss ich mich als Stiftung auch so ein bisschen hintasten. Ich stelle mir es sehr schwierig für viele Stiftungen, sich mit dem Thema Private Markets, wir haben es mal so beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen genannt, zu befassen. Und man braucht vor allem diesen langen Horizont. Weil, wie Sie richtig sagen, ich glaube, das ist ein Charakteristikum, dass man das eben nicht heute oder morgen liquide machen kann und dann gegebenenfalls umschichten kann. Vielleicht eine letzte Frage noch dazu. Sie haben es gerade gesagt, Due Diligence, ich muss es mir genau anschauen. Was braucht es da und an welchem Punkt würden Sie sagen, also ganz ehrlich, man muss es eigentlich als Stiftung delegieren. Also es gibt bestimmte Kriterien, wo man dann das nicht mehr greifen kann und dann die Delegation wahrscheinlich aus Stiftungssicht der praktischste und auch der, wenn man die Haftung sich anschaut, der sicherste Weg wäre, oder? Ja, also es gibt natürlich Stiftungen, die hervorragende Experten haben für die Vermögensanlage. Und an dieser Stelle so eine Due Diligence wahrscheinlich nur zur formalen Absicherung brauchen. Viele Stiftungen verfügen, schon weil sie nicht ganz die Größe haben, nicht in gleicher Weise über Leute, die vielleicht 20 Jahre in irgendeinem Family Office oder so gearbeitet haben und hervorragende Expertise hätten. Und da könnte ich nur dazu raten, sich externen Sachverstand zu versichern, unabhängigen externen Sachverstand zu versichern, der einen bei diesen Entscheidungen berät und begleitet, irgendwie entweder dann auch selber in der Lage wäre, eine solche Due Diligence durchzuführen oder Vorschläge dafür hätte. Es gibt solche Berater, wie wir selber versuchen ja auch in diesem Sinne Rat zu geben. Und da, glaube ich, ist jede Stiftung gut beraten, sich umzuhören, sich Vorschläge machen zu lassen. Und ich würde immer wieder raten, in Alternativen denken, immer mehr als ein Angebot sich anholen und dann eine Auswahl treffen. Also das nehme ich für mich mit, in alternativen Denken. Das ist ein sehr schöner Überbegriff für unser Gespräch. Lieber Matthias Schmolz, vielen, vielen Dank nach Essen. Ja, ich danke Ihnen und freue mich auf die weitere Tagung. Dankeschön. Ja, ganz herzlichen Dank an Matthias Schmolz. Er wäre auch gerne hier im Studio gewesen,
aber das Deutsche Stiftungszentrum hat heute eine Büroeröffnung und deswegen herzlichen Dank auf diesem Wege, dass wir das vorher aufzeichnen durften.